Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich melde mich wieder mit super tollen Neuigkeiten zu Escape from Tarkov. Ja, wie es einige von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, wird die Closed Beta jetzt im Juli stattfinden, wie auch immer. Wir können uns endlich in den neuen Patch in die Closed Beta wagen mit den Neuerungen, die ich euch jetzt erzähle. Das kommt auf uns zu, das können wir bis jetzt von der Closed Beta erwarten. Und ich muss noch eine Sache vorwegnehmen und eine große Ankündigung machen, meine Freunde. Jetzt nicht verzagen und keine Panik. Auf diesem Kanal hier wird es keine Videos in Zukunft mehr großartig geben. Der Kanal wird nicht gelöscht, es wird alles hier so bleiben, wie es ist. Es wird bloß kein neuer Stuff mehr kommen. Aber keine Sorge, meine Freunde, es geht weiter. Escape from Tarkov geht weiter, ich mache das weiter. Und zwar gehe ich zu der supergeilen Community Gameaholics TV. Einige von euch haben mich ja dort auch schon öfter gesehen, dass ich da Content produziere und auch aktiver Streamer bin und Content Creator. Und genau mit den Jungs habe ich mich jetzt zusammengeschlossen. Wir sind jetzt ein Riesenteam. Und dort werde ich Escape from Tarkov natürlich weiterführen. Also jeder, der natürlich meinen News etc. weiter folgen will, einmal den Abo-Button bei den Jungs dalassen. Da findet ihr mich dann auch in Zukunft. Also ich bin nicht tot, ich mache da den Content. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das doch einfach mitfeiert, rüberkommt und wir zusammen weiter Escape from Tarkov suchten. Dazu werde ich aber nochmal einen Community-Talk machen und euch noch teilhaben lassen. Wieso, weshalb, warum, wie kam das zustande etc. Da werde ich euch natürlich nicht im Dunkeln lassen. Jetzt aber erstmal zu dem Wichtigen für Escape from Tarkov. Und zwar die Infos und Änderungen, die jetzt mit der Closed Beta kommen werden. Und zwar kommt einmal das Versicherungssystem, ne, indem wir halt für einen kleinen Beitrag der im Spiel verwendeten Währung eine Chance haben, verlorene Waffen und Ausrüstung beizubehalten. Einige Sachen davon habe ich halt schon genannt. Ich zähle es nur nochmal auf, damit ihr nochmal so ein kleines Update habt, was genau jetzt mit in der Closed Beta sein wird. Dann kommen wir einmal zum Punkt Loot und Ökonomie. Die Closed Beta beinhaltet einen neuen Händler, den Peacemaker. Von ihm können wir westliche Waffen, Ausrüstung, neue Handelsgüter, Medizin und zusätzliche nützliche Items kaufen und handeln. Es wird des Weiteren eine neue ökonomische Balance eingeführt, wodurch Gegenstände abhängig von der Seltenheit im Spiel zum Handel bei den Trader angeboten wird oder nicht. Natürlich kommt auch ein bisschen was zu den Waffen, und zwar neue Waffenanpassungen und Munitionstypen. Zudem wird die neue klassische MP5 Maschinenpistole den Spieler noch mehr Anpassungen ermöglichen. Das heißt, wir können im Endeffekt wesentlich mehr mit der MP5 also Attachments anbringen etc. Und die Entwickler sind sehr stolz drauf, dass man die Waffen jetzt bis aufs letzte Detail anpassen kann. Auf welchen Karten werden wir uns bewegen können und welche Raids haben wir zu erwarten? Also es werden 4 Karten zur Verfügung stehen, meine Freunde, die wir bereits kennen. Custom Woods Factory und die neue Karte Shoreline, die ihr ja gerade im Hintergrund auch schon ein bisschen durchlaufen seht. Ich lasse euch da die ganze Zeit ein paar Pictures durch den Bildschirm fliegen. Und alle haben halt ja unterschiedliche große Größen und Terrains. Das wisst ihr ja, Shoreline ist dabei dann jetzt die größte Karte von allen. Und wie gesagt, wird jetzt in der Closed Beta dann für uns verfügbar sein. Und wie wir alle das auch schon sehnlichst erwartet haben, wird der allgemeine Chat auch endlich etabliert. Also es werden Chatkanäle für alle Spieler im Spiel gegeben, die dazu halt dienen, nützliche Informationen auszutauschen und Raids oder Gruppen zu bilden. Ein langer Weg war es jetzt bis zur Closed Beta, ging alles über sehr viel Zeit mit Optimierung von Animationssystemen, ja, Integrierung von Spiel- und Systemmodulen, Optimierung hier, Optimierung da, genauso die Vorbereitung in Verbindung mit der Unity-Version, um die halt auf den jetzigen Stand zu aktualisieren, genauso dass Escape from Tarkov auch die volle Power von DirectX 11 und weitere Vorteile von der Unity-Engine genießen kann, meine Freunde. Also die Closed Beta steht jetzt kurz vor der Türe. Also meine Freunde, haut rein. Wer sich das Game jetzt noch nicht besorgt hat, kriegt jetzt im Endeffekt natürlich auch nochmal mit der Standardversion den garantierten Zugang zur Closed Beta. Also meine Freunde, wer noch nicht hat, zugreifen. Das Game ist wirklich extrem geil und ich freue mich auf das neue Ingame-Material, was ihr dann auch zu sehen kriegt. Und wie gesagt, mit Start der Closed Beta werdet ihr mich auch auf Gameaholics TV bei Twitch live sehen mit dem neuesten Shit zu Escape from Tarkov. Und dort werdet ihr auch die Möglichkeit haben, mit mir zusammen zocken zu können, wenn ihr das dann wollt. Und ansonsten, wie gesagt, YouTube-Content jetzt immer von
Gameaholics TV. Dort werdet ihr neuen Stuff von mir über Escape from Tarkov erfahren. An dieser Stelle, meine Freunde, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Ansonsten konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Ansonsten habt noch eine angenehme Restwoche, ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.